Hallo, hallo, hallo. Irgendwie ist die Musik weg. Yay! Hier ist Ecke Followers. Und diesmal ohne Musik. Yay! Ernsthaft, wo ist meine Musik? Da ist sie. Bin schon gefragt. Okay. Wie man sehen kann, mit was anderem, was nicht Molemania, Entschuldigung, sondern 102 der Martina, ein Spiel, das ich ebenfalls als Kind sehr gerne gespielt habe. Ich weiß, dass es kein sonderlich langes und gutes Spiel ist, aber ich habe es trotzdem gemacht. Passwörter werde ich mir aufschreiben müssen, denke ich. Und es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es ist wirklich schon eine Weile her. Und deswegen fangen wir mal an, ne? Ja, wir spielen als... Schauen wir, die haben beide andere Skills. Ich glaube, Nullpunkt springt weiter und Domino ist, glaube ich, besserer Beller. Aber da Domino draußen war, ja. Patrick, Ebene 1. Du musst entkommen. Finde den Schlüssel und rette die anderen Hunde. Erleidest du zu viele Schocks, wirst du wieder gefangen. Drücke Start. Drücke Start, okay. Das sind wir. Wir können springen und wir können bellen. Und da sind... Ich bin doch angebellt und wir müssen erst einen Schlüssel finden. Wow, ich fange glamourös an. Ich springe gleich mit zweimal denselben Gegner. Der Schlüssel ist nicht hier. Komm her. Danke. Das wird wahrscheinlich öfter passieren, dass ich ewig auf ein paar Stühle warten muss. Die durch die Luft fliegen. Das sind Knochen. Die geben uns Punkte. Und desto mehr Punkte wir haben, desto besser sind wir. Das ist der Schlüssel. Wir haben hier diese coolen... Also es ist immer Spielzeug. Wir sind vor Cruella de Vil geflohen, wer hätte es gedacht. Und jetzt befreien wir unsere Brüder und Schwestern. Irgendwie leckt es gerade. Mit der Zeit werden die Level immer ein bisschen schwieriger. Wir dürfen gegen Jasper und Horace und sowas kämpfen. Kämpfen, wohl bemerkt. Wir dürfen sie anbellen und dann werden sie total erschreckt. Warum? Das ist seltsam. Egal. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich habe das Spiel, wie gesagt, schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt. Wow, fail. Es ist ein Jump'n'Run. Es ist einfach nur rumgespringe und töten bzw. anbellen und die Spielzeuge dadurch kaputt machen. Ich weiß nicht so ganz, wie das funktioniert. Ey. Gib mir meinen Bruder zurück. Schwester oder Hund. Aber Cruella ist schon böse, sie will Pelzmäntel aus uns machen. Aus uns süßen kleinen Welpen. Aber wer kennt die Geschichte nicht? 102 der Magie. Wobei, das ist 101. 102 ist. Ist sie doch, glaube ich, wieder nett, weil sie. Irgendwie nicht mehr ganz so psycho wie vorher. Ist aber egal. Ich mag die Musik in dem Spiel übrigens furchtbar gerne. Warum, weiß ich nicht, aber ich finde sie irgendwie toll. So, wir müssen noch drei Geschwister zeigen. Also unten sehen wir links, wie viele Käfige es noch gibt, die noch zu sind. Wir sehen das Item, Schlüssel, Knochen. Haben wir jetzt irgendwie wieder null. Ja, den schaffe ich noch. Hey, und damit hätten wir alles. Und ich schreibe mir die Passwörter auf, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn man hier sonst nicht speichern kann. Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Wo ist mein... Da ist mein Blatt. Blatt und Stift bereit. Passwort ist Würfel... Knochen... Knochen... Ich glaube nicht, dass jemand die Passwörter sich dafür interessiert, aber... falls, dann... Seht ihr, ist das Passwort für Level 1. Für das nächste Level. Nicht für Level
Blablabla. Okay. Erdgeschoss. Manchmal ist es besser, einen Gegner anzubellen. Als wegzulaufen. Mit dem B-Knopf kannst du bellen. Ein theoretisch hätten wir jetzt nur weglaufen müssen. Ups. Ah. Bam. Wie gesagt, ich habe es zwar schon durchgespielt, das ist nicht leid, aber ich weiß absolut nicht mehr, wo die Schlüssel sind. Deswegen, ich laufe einfach mal hier lang und hoffe, dass ich die Schlüssel finde. Ich habe mir nichts gebrochen. Ich habe mir wieder nichts gebrochen. Bin so toll. Ich gucke jetzt einfach mal hier unten, ob ich ihn finde. Knochen. Da ist nur ein Käfig. Okay, hier sind wir schon mal falsch. Tudu. Boing. Boing. Er macht ein interessantes Geräusch beim Springen, oder? Irgendwie so. Und hier kann ich irgendwie... Das ist Hintergrund. Da kannst du nicht drauf. Diese schweben ausnahmsweise nicht in der Luft. Die werden von Ketten gezogen. Ich frage mich wirklich, was für eine seltsame Fabrik das ist. Ist hier der Schlüssel? Och, ich lasse mich echt von allem und jedem treffen. Ich habe den Schlüssel gefunden. Wow. Und ich befreie gleich mal den Bruder hier. Soll ich jetzt... Ich gehe jetzt erst nach oben wieder. Weil hoch kommt man langsamer als runter. Runter muss man einfach nur in die Tiefe springen. Denn man ist ein kleiner Hund. Hunde brechen sich nicht. Das ist vollkommen unrealistisch. Dass sich ein Hund brechen könnte, wenn er irgendwo runterfällt. Das ist voll schwachsinnig. Ich meine, wer kennt das nicht? Hunde irgendwo runter zu schmeißen, ins Spielzeug rennen zu lassen und... Gehen sie dabei drauf und kriegen Schocks für ihr Leben. Und wer hat nicht die böse Tante, die Hunde in bösen Fabriken gefangen hält? Und ich weiß nicht, man müsste die Hunde mal erzählen, ob das tatsächlich genau 102 sind, die man befreit. Das wäre ja echt witzig. Gut, das hat mir den Knochen. Ich will den Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Knochen, 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 Knochen. Du Auge, stirb. Wow, 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 wow. Ich bin zwar früh runtergesprungen, ich Intelligenz. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie hat die Störung irgendwie so Bildstörungen drin und es laggt irgendwie. Warum weiß ich nicht. Das ist so. Ich muss noch 5 Dingsies befreien, aber erst will ich mir den Knochen holen. Weil Knochen. Knochen ist voll toll. Ich hätte gehofft, er heilt mich, aber gut. Ich habe nur noch einen Hit, also. Wow. Den ich mir, denke ich mal, glamourös gleich mal zuziehen werde. Oh, wir machen Schallwellen. Wir sind, Schallonio. Der hieß doch Domino, oder? Ist da oben noch eins? Habe ich den schon geholt? Scheinbar. Aber sonst komme ich eh hier wieder hoch. Hier ist nur Knochen. Oh, nee, hier ist noch weiter. Er ist wieder runter. Jetzt fange ich schon wieder an, die Tasten zu verwechseln. Ich bin da echt verdammt... Wow, gut drin. Hilfe. Wow, ich bin gerade... Ich spiele gerade irgendwie mehr auf Glück. Wie man sehen kann. Komm her, komm, komm her. Komm, komm, lieber Fahrstuhl. Ja, du bist ein guter Fahrstuhl. Ja, du bist ein guter Fahrstuhl. So. Irgendwo hier waren noch die letzten, ne? 2 fehlen mir noch. Da ist noch eins. Eins. Und das letzte ist irgendwo anders. Nicht hier auf jeden Fall. Gehen wir so. Hier unten war auch immer, ne? Fahren wir halt mal hoch. Wo könnte denn sein? Na dann, oder hier irgendwo waren wir hier. Ah, ich habe ihn gefunden. Yay! Ich weiß nicht genau, was das da hinten, was das letzte da ist. Ich glaube, das ist ein Panzer. Also, ich dachte früher immer, es wäre ein Panzer. Schlüssel, Knochen. Boah, hier meine epischen Zeichnungen und. Komisches Ding. So. In der Maschine. Drücke Start. Du brauchst viel Energie, um alle Hunde zum Retten.
Du brauchst viel Energie, um alle Hunde zu retten. Sammle Knochen, um keine Energie zu verlieren. Okay. Ich spiele jetzt nur 5 bis 15. Ich weiß, dass ich 15 Minuten nur laden kann. Aber bei Mule Mania... Ey! Schau in die falsche Richtung, wenn ich belle. Und lass mich gleich mal wieder treffen. Ja, gut. Dreh dich nicht um, Hund. Musst du nicht, wenn ich die richtige Taste drücke. Passt schon. Es wird überbewertet. Das wird vollkommen überbewertet. Das gebe ich dir vollkommen recht. Das ist... Sag mal. Ich bin so doof. Domino. Domino. Hör auf damit. Jetzt bin ich böse mit dir. Ernsthaft. Ganz im Ernst. Okay, jetzt ist es nicht mehr witzig. Warte nur, wenn wir allein sind, wir zwei. Dann gehe ich halt hier lang. Oh, hier komme ich her. Was ist das denn? Warum leckt das so furchtbar? Ich verstehe das nicht. Ernsthaft, ich verstehe das nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Gottes Willen, warum stelle ich mich so schlimm an? So blöd, so durch. Jetzt demnächst so ein bisschen. Komm ich hin? Wir haben. Ja, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Diesmal weiß ich schon. Schisch. Schisch. Danke. Nein, 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 nein. Ich heule jetzt. So, komm her. Die Knochen lasse ich jetzt Knochen sein. Irgendwie macht mich das gerade total verrückt. Ich weiß gar nicht warum, woran es liegt, dass es mich so... Ich habe den Schlüssel gefunden. Yay, Schlüssel. Jetzt ist eh egal. Weil jetzt mache ich erst die Untere. Was, der schießt? Der ist voll krass drauf, der schießt. Oh, Moment, komm, wir schauen uns mal den Game Over. Ach, gar nicht wahr. Gar kein Game Over. Muss ich diesen Mal befreien? Ja, muss ich. Okay. Der schießt. Der ist voll krass drauf, der schießt. Achso, stimmt. Ich weiß jetzt ja, wo der Schlüssel ist. Jetzt müsste das ganz schnell gehen. Und im Notfall schneide ich einfach was raus oder beschleunige es. Hilfe! Hilfe! Spielzeug! Ich habe Angst vor Spielzeug, ich bin ein Hund. Das ist eigentlich, das ist echt witzig, wäre, wenn Bonnie jetzt anfangen würde zu bellen. Ich bin sicher, das wird auch noch irgendjemand kommen, dass sie einfach mal anfängt zu kläffen. Dreh dich doch um! Wie eine Verrückte, wenn ich hier gerade am Spielen bin. Ich würde es dir zutrauen. Also würde es dir zutrauen. Ja. Ja, so, Schlüssel. Fertig. Jetzt holen wir uns noch ein paar meiner hundigen Kollegen hier. Das war als erstes den hier unten. Und dann würde ich sagen, wir laufen jetzt noch davor, wir fahren dann nochmal hoch, holen uns auch wieder hin. Ups. Und den da. Und dann machen wir hier gleich weiter. Bis gleich.